Lieben, Frag Franziska ist wieder unterwegs. Und zwar war eine eurer Fragen, muss ich reiten können, um eine Ausbildung als Mind Mirror Coach zu machen? Nein, musst du nicht. Punkt. Weshalb nicht? Weil ihr in der Mind Mirror Coach Ausbildung oder du als Mind Mirror Coach hauptsächlich am Boden arbeitet. Ich möchte fast sogar sagen, ihr arbeitet nur am Boden. Weil aufs Pferd geht ihr als Mind Ride Coach. Da arbeitest du mit Reitern, solltest selber natürlich auch reiterliche Vorkenntnisse haben, zumindest bei anderen sehen, wenn es da irgendwelche Themen gibt. Grundsätzlich arbeitest du natürlich als Mind-Ride-Coach auch wieder mit dem Mindset, aber trotzdem solltest du schon die eine oder andere in der einen oder anderen reiterlichen Technik fit sein, weil sonst tust du dir selber keinen Gefallen und du willst ja die Menschen reiterlich weiterbringen. So, zurück zum Mind-Mirror-Coach. Da brauchst du keine reiterlichen Vorkenntnisse, sondern allgemeine Kenntnisse mit dem Pferd. Das heißt, du musst dich immer sicher und souverän mit dem Pferd fühlen, weil nehmen wir mal an, du hast jemanden, der hat Angst vor Pferden. Und hättest du jetzt auch Angst vor Pferden, na, dann knallen aber zwei Welten aufeinander. Nein, du musst ja deinem Klienten, deinem Kunden immer die Sicherheit geben, was nicht heißt, dass es Situationen gibt im Mind Mirror Coaching oder dass es sie nicht gibt, die dich nicht mal irgendwie so ein bisschen aus der Fassung bringen. Das darf sein, aber du lernst halt in der Mind Mirror Coach Ausbildung, wie du ganz schnell wieder zu einem Punkt kommst, an dem du dich sicher, souverän und geerdet fühlst. Und du wirst die Pferde einfach nochmal ganz neu erleben. Und es kann sein, dass ein Pferd, das sonst nie irgendwie rumrennt, auf einmal rumrennt, weil es etwas wahrnimmt bei deinem Kunden, bei deinem Klienten und dir das zeigt oder ihm das zeigt. Ja, das meine ich mit, das kann dich mal kurz aus der Fassung bringen, dass du denkst, echt jetzt? Das hat es ja noch nie gemacht. Ja, so, also für die Mind Mirror Coach Ausbildung ist ganz, ganz wichtig, dass du einfach Erfahrungen im Umgang mit dem Pferd hast und reiten musst du dafür nicht können. In diesem Sinne, stell mir deine Fragen für Frag Franziska. Ich freue mich auf dich. Ciao.